Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Badewannenarmatur richtig reparieren kann, wenn diese undicht ist oder vielleicht sogar an der Kartusche tropft. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es bei so einer Armatur die verschiedensten Stellen, wo das Ganze jetzt undicht sein könnte, und wenn es bei dir zu Hause zum Beispiel bei einer normalen Verschraubung der Fall sein sollte, dann am besten mal von unten betrachtet das Ganze im Uhrzeigersinn per Hand etwas fester anziehen oder aber auch du kannst zum Beispiel einen Lappen hier außen rum nehmen und dann vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange das Ganze fester anziehen. Falls es nichts gebracht hat, mal die entsprechende Verschraubung ganz gegen den Uhrzeigersinn lösen, und darunter befindet sich jetzt normalerweise eine Gummidichtung, welche entweder schon ganz kaputt oder auch porös ist. Dann sollten wir diese einfach mal gegen eine neue Dichtung austauschen. Das ist normalerweise auch so ein Standardmaß und wir können es auch wieder festschrauben. Bei den Überwurfmuttern hier hinten übrigens zur Wand hin funktioniert es genauso. Dann empfehle ich aber auf jeden Fall, dass man eine Armaturenzange verwendet, um nichts zu verkratzen, und wir sollten auf jeden Fall die entsprechende Wasserzuleitung erst einmal zumachen. Wenn es bei dir zu Hause am Umsteller tropfen sollte, dann habe ich hierfür auch schon ein extra Reparaturvideo auf meinem Kanal gemacht, da das einfach jetzt den Rahmen sprengen würde. Und falls es aber bei dir hier hinten irgendwie am Griff undicht sein sollte, dann ist vermutlich die Kartusche im Inneren irgendwie kaputt und wir müssen diese auf jeden Fall mal entnehmen. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist es normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für Kalt- und Warmwasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Danach müssen wir unseren Griff einmal öffnen, um es auch wirklich drucklos zu machen. Und bevor wir zum nächsten Schritt übergehen, würde ich unbedingt einmal den Abfluss von unserer Badewanne schließen, denn jetzt geht es darum, dass wir bei fast jedem Modell diese kleine Kappe hier mal herausnehmen. Normalerweise geht das mit einem kleinen flachen Schlitzschraubendreher relativ gut zum Raushebeln. Darunter befindet sich meist eine kleine Imbusschraube, weswegen ich jetzt einfach mal mit dem passenden Imbusschlüssel da hineingehe, und laut der Firma Hansgrohe muss ich dann circa 4 Umdrehungen das Ganze gegen den Uhrzeigersinn lösen. Bei mir sollte es auch schon passen und dann kann ich meinen Griff ganz einfach nach oben abziehen. Unter dem Griff haben wir jetzt noch eine Kappe, die kann ich normalerweise auch schon per Hand einfach herunternehmen. Falls es bei dir etwas schwerer gehen sollte, da es schon sehr verkalkt ist, kannst du natürlich auch vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von innen das Ganze heraushebeln, ohne etwas zu verkratzen. Bei meinem Modell wird die Kartusche noch von 2 Kreuzschrauben gehalten, weswegen ich diese mal gegen den Uhrzeigersinn ganz löse. Und danach kann ich diese auch schon ganz einfach herausziehen. Als nächstes will ich unbedingt einmal schauen, ob bei den Löchern außenrum starke Kalkablagerungen zu erkennen sind, denn die sind am meisten schuld an der Undichtigkeit und man kann das Ganze einfach entfernen. Falls nicht, kannst du gerne auch noch probieren, deine Kartusche einmal in Hausmittel zu entkalken. Und ich kann dir aber leider auch sagen, dass so eine Kartusche normalerweise ein Verschleißteil ist. Bedeutet, über die Jahre geht diese einfach kaputt und dann hilft es meistens nichts, dann braucht man eine neue Kartusche. Die Hersteller geben übrigens gerne auch an, welche Kartuschen bei ihnen jetzt in das entsprechende Modell hineinpassen. Ich habe mir also mal eine neue passende Kartusche zugelegt und jetzt muss ich diese einfach so hineingeben, dass meine 2 Schrauben auch wieder vor auf der rechten und auf der linken Seite sind, und dann schaue ich mal, dass diese natürlich auch dementsprechend anpacken und ich sie festschrauben kann. Wenn das passt, kann ich meine Kappe von oben wieder drauf geben. Das sind übrigens bei mir jetzt 2 solche kleinen Einkerbungen, die davor auch in etwa vorne zu meinem Umsteller geschaut haben. Setze meinen Hebel von oben wieder passend drauf, gebe meinen entsprechenden Imbusschlüssel vorne rein und mache jetzt wieder die circa 4 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Danach ist eh Schluss, dann habe ich meinen Widerstand. Ziehe das Ganze also etwas an, entferne den Imbusschlüssel und nehme meinen kleinen Stopfen zur Hand, den ich jetzt auch schon vorne wieder reingeben kann. Danach die Armatur schließen, Abfluss aufmachen. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Zum Schluss die Armatur jetzt mal noch langsam öffnen und wir können auch schon alles auf Dichtheit überprüfen. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus. Auch Warmwasser und Kaltwasser funktioniert auf jeden Fall
so wie es sein sollte, weswegen wir jetzt auch schon unsere tropfende Armatur richtig repariert haben. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine neue Kartusche für verschiedenste Modelle, eine Armaturensange oder vielleicht auch gleich eine neue Armatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.